Ja, liebe Kirmes- und Freizeitpark-Freunde, der Kirmes-Markus mal wieder auf Tour und heute im Düsselland unterwegs. Ich bin der Louis Oberschelp, bin 19 Jahre alt, Sohn von Frank Oberschelp. Ich betreibe den High Impress, mein Vater betreibt den Mr. Gravity und ich bin geborener Schauspieler. Louis, kannst du uns was zum Geschäft sagen? Wie lange habt ihr jetzt schon den High Impress? Wir haben den High Impress jetzt seit 2007 haben wir den. Also man muss ja sagen, viele Schausteller wechseln ja ihre Geschäfte nach ein paar Jahren, aber der High Impress kommt ja richtig gut an. Ja, also mit dem High Impress haben wir sehr viel Glück gehabt, der kommt bis heute noch gut an und wir bekommen bis heute noch gute Veranstaltungen damit. Und wir sind auch froh, dass es noch so gut angenommen wird und wir geben uns auch die größte Mühe, dass es so bleibt. Wer ist der Hersteller? Der Hersteller vom High Impress ist Fabri. Also eine Firma aus Italien. Genau. Wir haben eine Kapazität von 20 Personen, also 20 Sitzplätze haben wir. Aber wir haben eine Beschleunigung von bis zu 4G manchmal. Das ist schon ordentlich. Ja, das stimmt. Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Wenn wir müssen, dann schaffen wir das wirklich auch an einem Tag, ne? Aber ich sag mal so, wenn wir jetzt gemütlich aufbauen, brauchen wir immer schon 3 komplette Tage, ne? Der Abbau immer unterschiedlich. 5 bis 7 Stunden. Wie wird das Ganze aufgebaut? Ja, also High Impress ist ein ziemlich kompaktes Fahrgeschäft. Wir haben einen Mittelbauwagen, da haben wir noch eine Rolle und darauf wird alles verladen, was wir haben. Ja, wenn wir ankommen, wird natürlich zuerst der Mittelbau hingestellt, in der richtigen Position, wie es muss. Muss man nochmal alles ausmessen, ob wir vorne genau gerade hinkommen, ne, ob es hinten passt, ob es zur Seite passt. Ja, und wenn der Mittelbau steht, dann setze ich meistens die Kasse ab, danach die Paletten, dann wird erstmal das Drumherum aufgebaut. Diese Lichtkörbe, die wir an der Seite haben, die müssen, jeder einzelne muss mit einem Kran hingestellt werden und dafür brauche ich den Platz erstmal noch. Und das, in der Zeit bleibt der Einfluss noch zusammengeklappt, also mache erstmal das Drumherum. Wenn das Drumherum fertig ist, dann kommen wir dann zur Platte. Die Platte wird dann quasi auseinandergeklappt, 5 Sitze müssen angeschraubt werden. Das ist ein besonderes Geschäft, weil das ist irgendwie einzigartig. Ich glaube, in der Art gibt es auch nichts anderes mehr, ne? Ja, genau. Also das Fahrgeschäft, das gibt es so, wie wir es haben, ist natürlich einzigartig mit dem Wartebereich da vorne vor, mit der kompletten Dekoration, ne? Also wie das Fahrgeschäft hier steht, so gibt es das nicht nochmal. Wie viele Transporter werden benötigt? Aber wir haben nur 2 Transporter, einmal unsere Mittelbauwagen, ne? Darauf befindet sich eigentlich das Hauptteil von dem Fahrgeschäft, ne? Also alles, was sich dreht, alles, was sich bewegt. Und dann haben wir noch eine Rolle und darauf ist dann halt die ganze Dekoration und Kasse und Fuß und was sonst noch drumherum am Fahrgeschäft dran ist. Wie sind die Maße? 19x18. Komm, soll ich dir mal gerade den Packwagen zeigen? Luis, das ist so eine Mischung aus Packwagen und Mannschaftswagen. Ja genau, wir haben hier vorne Ladefläche und hinten haben wir noch den Wohncontainer für unser Personal. Ja, wie du siehst, hier drauf wird die Kasse verladen. Hier sind die 4 Stützen, hier kommt die Kasse dann drauf, die Füße davon. Ja, damit das beim Transport auch alles sicher und fest ist. Hier werden dann unsere Lichtkörbe alle draufgestellt. Oben drauf kommen dann noch die 2 großen Paletten, die wir links und rechts stehen haben. Und ja, ansonsten noch Kleinigkeiten, Deko-Teile. So, Louis, du startest jetzt? Ja, wie du siehst, wir starten jetzt. Hier haben wir noch eine Hupe. Jetzt kam gerade die Freigabelampe. Na, und da muss ich erst die Türen schließen, die wir am Eingang haben. Tür zu. Dann kann ich auch erst fahrbereit drücken. Fahrbereit. Guckt man sich nochmal alles an, ob alles sicher ist, alles fest, alle Bügel zu, ne? Aber das wird eigentlich auch alles über den Computer gesteuert. Also vorher kann ich auch gar nicht losfahren. Ja, und dann kann ich auch erst den Startknopf drücken. Dann regelt hier drüber noch die Geschwindigkeit von den Armen. Die Fahrtrichtung haben wir hier. Die auf der rechten Seite nochmal die Geschwindigkeit von den Teller. Hier drüber habe ich dir nochmal Anzeigen, welche Bremsen gerade drin sind, zum Beispiel Bremsearm, Bremseplatte, Bremsegondeln. Ne? Und dazu sehe ich hier noch zum Einpacken, ob der Arm in der richtigen Position ist und ob die Platte in der richtigen Position steht. Ich sehe hier vorne links 2 Schalter mit Luft und Wasser. Wofür sind die denn da? Ja genau, wir haben ja einmal einen Lufteffekt bei uns im Fußboden eingebaut. Und dann haben wir ja noch eine Wasserfontäne vorne im Eingang aus so einem Fass schießen. Ne? Das kann ich auch darüber steuern dann.
ja, hier habe ich noch einmal unseren Feuerknopf. Darüber kann ich unsere Feuerfontäne steuern. Das habe ich alles hier eingebaut, ne, damit man das alles auf einen Pult hat. Hier noch einmal unser komplettes Licht. Alles, was wir so hier am Fahrgeschäft dran haben, wird hier rüber gesteuert. Dann kann ich hier nochmal separat unsere Scheinwerfer drüber steuern. Ja, hier rüber kann ich dann die ganzen Jingles steuern. Daneben Laptop, Computer. Brauchen wir jetzt hier in Düsseldorf nicht, weil wir hier Einheitsmusik haben. Ne? Aber ansonsten wird hier rüber auch immer die Musik gesteuert natürlich. Dann haben wir hier einmal noch ein iPad, das, damit werden unsere Moving Heads gesteuert. Zur Rückwand hier vom Geschäft, die ja sehr schön bemalt ist. Ich habe gehört, die wäre direkt von der Fabri selber gestaltet worden. Ja, also die Rückwand war schon so, wo wir es gekauft haben, den H-Impress früher. Und dann haben wir uns früher die Rückwand mal angeguckt und dachten, was könnten wir dazu noch erweitern? Ne? Also wie können wir mit dem Thema weitergehen? Ne? Sind wir dann logischerweise auf das Thema Industrie gekommen? So haben wir dann unseren Bahnhof dann irgendwann auch angepasst und jetzt unsere Seitenplan haben wir dann auch passend zur Rückwand dann wieder angepasst. Wer hat ja eigentlich die tolle Grafik von den Seitenplanen gestaltet? Das darf ich leider nicht sagen, aber das ist derselbe Designer, der auch unseren Mr. Gravity geschaltet hat. Aber richtig schön. Danke. Jetzt habe ich mal eine Frage und zwar, ich zeige das mal hier. Das Ganze wurde hier so abgestützt. Ist das notwendig? Ja, natürlich. Die Füße, die stehen ja quasi dann frei, die halten sich aneinander. Dann sind sie nochmal an der Rückwand verbunden. Ne? Und dann zusätzlich einmal steht diese Palette dafür da, damit sie nicht nach hinten oder vorne kippen. In dieser Palette haben wir nochmal drei große Wassertanks, die gefüllt sind, damit das Ganze nochmal mehr Halt hat. Ansonsten haben wir hier unten drunter noch unser Kompressor, da wird die komplette Luft mitgesteuert, die wir hier am H-Impress haben. Also sprich, für die Bügelverriegelung brauchen wir die Luft, für die Bremsen brauchen wir die Luft, ne? Und dann ansonsten noch die ganzen Lufteffekte, die wir hier haben. Wie du hier unten drunter siehst, das ist nochmal ein kleiner Hydraulikarm. Damit wird das Gewicht während des Abbaus dann abgelassen und beim Aufhören dann wieder hochgedrückt. Also das Gewicht kommt während den Abbaus hier unter der Platte. Ja, Markus, wie du siehst, wir haben den kompletten Arm, hatte ich noch, bevor wir hierhin gefahren sind, lackiert. Dazu wurde der Arm noch komplett neu verblecht, direkt neues Licht mit rein. Ne? Aber auch sehr viel Arbeit, ne? Hat auch lange gedauert. Aber ich denke, das Ergebnis ist gut geworden. Kannst du mal bitte erklären, was wir hier sehen? Ja, hier haben wir einmal den Motor, darauf dann das Getriebe. Hier hinten sitzt die Bremse. Also hier drüber wird der komplette Teller dann gebremst beim Einparken. Ja, haben wir hier vorne noch eine Klappe, da wird dann jeden Morgen, schmieren wir dann da neues Fett rein, wird neu abgeschmiert, danach direkt sauber gemacht, aber wenn ich das nicht jeden Tag sauber mache, dann würde hier überall im Fett runterlaufen. Wie du hier unten siehst, guck mal, film mal ein bisschen runter hier, muss ein bisschen so, wie du siehst, hier kommt wieder das Fett raus, also so soll es eigentlich auch sein, ne? Aber wir pumpen jeden Tag auch schön neues Fett nach und dann muss es aber anschließend auch wieder direkt sauber geputzt werden. Hier haben wir einmal die Schleifringe von der Gondel. Hier haben wir nochmal Schmiernippel für die Gondel. Die werden auch jeden Tag abgefettet. Hier wird das Öl für das Getriebe reingefüllt. Ne? Da muss man auch alle paar Tage mal kontrollieren, ob noch genug Öl in dem Getriebe ist, ne? Damit das auch alles sauber läuft. Das ist unser großer Drehkranz von den Hauptarmen. Auch der wird täglich abgefettet, abgeschmiert. Dahinter sitzt einmal das große Getriebe und der große Motor für den Hauptarm. So Luis, hier gibt es ja was Neues, ne? Und zwar diese Schalen hier. Ne? Ja genau, wir haben jetzt hier einmal noch Kopfpolster, damit es nicht so hart ist. Weil viele machen während der Fahrt nicht den Kopf zurück. Sollte man aber eigentlich machen, sagen wir auch immer durch, dass man den Kopf zurück machen sollte. Aber machen trotzdem nicht viele. Und ja, dadurch, dass wir so eine schnelle Beschleunigung haben, wenn die Gondel rumschlägt, knallen dann halt viele mit dem Kopf nach hinten und deswegen die Kopfpolster. Ja, hier siehst du nochmal unsere Armverkleidung, die wurde komplett neu verblecht. Neu lackiert habe ich sie dann. Und ja, neue Lichter rein. Ne? Auch hier, der Teller wurde neu lackiert, also alles einmal neu. Der komplette Arm ist jetzt quasi neu lackiert, neu verblecht, alles was geht. Wer hat dir das beigebracht? Das hat mir selbst ein bisschen beigebracht. Also mein Onkel, das ist der Daniel Geibel, der ist auch Lackierer und Maler und der hat mir auch ein paar Tipps und Tricks gegeben. Haben das eigentlich Schausteller im Blut, sowas zu gestalten und zu reparieren und so weiter?
ja, das kann ich dir nicht sagen, es ist auch immer unterschiedlich. Ne? Reparieren kann natürlich jeder Schausteller sein eigenes Fahrgeschäft, denke ich mal. Muss er auch können. Ja? Weil für so welche Fahrgeschäfte, wie wir sie haben, gibt es natürlich nicht immer den passenden Elektriker vor Ort. Seit diesem Jahr kommen jetzt hier noch Wasserfontänen raus und dann schießt aus dem großen Rohr, habe ich nochmal einen Knopf und dann schießt da eine 7 Meter hohe Wasserfontäne raus. So, und hier musstet ihr ganz besonders den Wartebereich gestalten wegen Corona, ne? Ja genau, hier auf diesem Wartebereich haben wir dann nochmal Abstandshalter, Abstandslinien. Vorne haben wir nochmal Desinfektionsspender, dass man sich vorne den Einsteigen die Hände desinfiziert. Und ja, zusätzlich haben wir fürs Düsseldorf noch ein paar Blumen hier vorne hinbekommen, damit das Ganze auch nochmal ein bisschen gemütlicher ist. Ja, diese Bänke sind ja auch cool. Danke, die hatte ich auch letztes Jahr gebaut. Soll ich eigentlich die Leute mal einladen hier, dass die am Wochenende mal herkommen und ins Düsseldorf dich hier mal besuchen? Alles jetzt! Ja, natürlich. Also wir freuen uns über jeden, der uns besuchen kommt, natürlich. Ne? Denkst du eigentlich, diese temporären Freizeitparks sind so eine Dauerlösung? Nein, eine Dauerlösung ist das auf gar keinen Fall. Ne? Aber ich sage jetzt mal so, wir haben ja Berufsverbot bekommen, wir dürfen keine Kirmes mehr machen. Ne? Also ist das jetzt in diesem Zeitpunkt eine Alternative, um unseren Besucher Freude zu bereiten und um etwas Spaß ins Leben wiederzubringen. Und nun sage ich dir, bis zum nächsten Videoclip.